ich bin Sanne aus Darmstadt. Ich habe im Mai die Biohacking-Community getroffen, und würde euch gerne einfach ein bisschen erzählen, was wir jetzt so während der Pandemie zusammen machen. Kleine Anmerkung, ich habe euch ganz viele Hyperlinks in die Folien gesteckt. Das heißt, wenn euch da was mehr interessiert und es ist unterstrichen, könnt ihr da einfach ein bisschen mehr Infos finden. So, also so viel dazu. Genau. Ein großes Problem bei der Pandemie ist halt einfach, dass circa 60% der Infektionen durch prä- und asymptomatische Fälle entstehen. Die diagnostische Infrastruktur allerdings massiv überlastet ist, und zwar egal in welchem Land man schaut. Und deswegen ist halt einfach die Forderung nach günstigen und sehr einfachen Schnelltests ja da, dass man dann das Infektionsgeschehen halt entsprechend absampeln kann. Wenn man sich gerade die Standardmethode anguckt, die nennt sich qPCR, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Der hat ein großes Problem mit der Falsch-Negativ-Rate. Und zwar hat man hier eine modellierte Kurve. Und wenn die Symptome einsetzen, ist die Falsch-Negativ-Rate immer noch bei 38% circa. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man jetzt überlegt, dass die prä- und asymptomatischen Fälle vor allem die Infektionsdynamik tragen und generell die Falsch-Negativ-Rate bei einem Samplepunkt immer während der Infektion recht hoch ist. Ja, es ist halt einfach vom Pandemiemanagement super schwer zu reagieren, und zum Beispiel Quarantänemaßnahmen, die greifen ja auch nur, wenn sie früh genug einsetzen und durchgehalten werden auch, ne? So, zu den Ressourcen, mal davon abgesehen, dass die Standardmethode allein schon ein bisschen oder zu großen Schwierigkeiten führt, ist auch die globale Produktionskapazität dieser Standardmethode gar nicht so hoch. Und zwar ist sie insgesamt global gesehen im Mai 2020, wo China zum Beispiel schon massiv hochskaliert hatte, circa 16 Millionen Tests pro Woche. Wenn wir jetzt auf den globalen Süden gucken, das heißt Lateinamerika, Afrika und Ozeanien, sind wir bei weniger als 1,5 Millionen Tests pro Woche. Und das ist natürlich ein Problem, weil eine Pandemie ist ein globales Event, das kann man nicht nur lokal lösen. Und deswegen ist der gleichberechtigte Zugang zu Biotechnologie mehr als dringend notwendig. Nicht nur für diese Pandemie, sondern auch für andere Epidemien und Pandemien, mal davon abgesehen. Und da hat sich, da habe ich das Open Bioeconomy Lab aus Cambridge getroffen, die im Endeffekt quasi ja abgelaufene Patente aus der Biotechnologie zusammensammeln, die kritischen Ressourcen und das Wissen, um das herzustellen, kostenfrei zur Verfügung stellen. Und ja, Jenny Molloy vor allem, der Head dieses Labs. Ja, forscht auch ein bisschen dazu, welche wirtschaftlichen Implikationen das denn hat, wenn man eine offene Bioökonomie hätte. Vielleicht ist das ja sogar was Gutes, von Patenten abzusehen, und kann global gesehen halt auch Fortschritt bringen. Und in dem Kontext hat sich das Netzwerk Reclone auch gebildet. Dazu würde ich auf einen Talk von Jenny verweisen, den ihr euch dann anschauen könnt. Klickt da einfach auf den Hyperlink. Aber es ist eine super gute Sache. Genau, aber jetzt zu der uns Biohackern zurück. Ich ziehe mich jetzt mal kurz dazu, obwohl ich noch nicht lang dabei bin. Wenn wir Open Source SARS-CoV-2-Schnelltests brauchen, was wäre das Rezept dafür? So ein paar verrückte Biohacker, die sich in einem Online-Makerspace zusammenfinden. Der nennt sich Just One Giant Lab, ist eigentlich ein Slack-Channel mehr oder weniger. Darüber haben wir auch ein bisschen Funding bekommen, und über das Open Bioeconomy Lab und FreeGenes, das Projekt, das explizit die kritischen Ressourcen auch verteilt, haben wir sie bekommen. Und dann gab es natürlich auch vorherige Arbeiten, auf die wir aufbauen konnten. Und so kommen wir zur Entwicklung einer SARS-CoV-2-Screening-Methode, die sich durchaus auch einsetzen und lokal produzieren lässt. So, dann ganz kurz nur zu den Basics, damit wir da auch so ein bisschen auf demselben Stand sind. Also was ihr hier seht, ist im Endeffekt das zentrale Dogma der Molekularbiologie. Und ja, DNA kennen wir wahrscheinlich noch alle. Das ist quasi unsere Erbinformation. Da sind ja alle Informationen quasi drin. Und dann, wenn man nur ein Gen quasi, also eine partikuläre oder eine partikulare Information davon ablesen möchte, wird die erstmal in einen RNA-Strang übersetzt.
Und da setzen sich dann molekulare Maschinen dran, die heißen Ribosomen, und die erstellen ein Protein. Und diese Proteine machen im Prinzip alles aus, was quasi Leben ist. Also es sind chemische Katalysatoren in unseren Zellen, dass die Reaktionen stattfinden können. Es gibt aber auch strukturgebende Proteine, die ganz, ganz wichtig sind. Also da gibt es in den Zellen ganze Autobahnen an Proteinen. Das ist super spannend. Und ja, ein cooles Ding zum Beispiel ist, dass es ein spezielles Protein gibt, das gebraucht wird, um DNA zu vervielfältigen. Das nennt sich DNA-Polymerase. Und ja, die braucht jede Zelle oder jeder Organismus, ne? Wenn wir uns schneiden in eine Wunde, die verheilt ja wieder, weil sich die Zellen teilen. Und dann muss natürlich auch die Erbinformation weitergegeben werden. Und die wird durch die DNA-Polymerase quasi ja, weitergetragen, vervielfältigt und kann dann weitergetragen werden. Und diesen Mechanismus nehmen wir zum Beispiel beispielsweise, also diesen Selbstreplikator nehmen wir beispielsweise in der Biotechnologie und ja, nehmen das in eine synthetische Reaktionsumgebung, in einem Reaktionsgefäß und ja, instrumentalisieren das so ein bisschen, um dann selber DNA vervielfältigen zu können. Und darauf zum Beispiel basiert auch die Methode, die WHO bisher als Standardmethode festgesetzt hat, um SARS-CoV-2 zu diagnostizieren. Und da habe ich euch ein kleines Video bei YouTube mal rausgesucht. Oh, Moment. Ich mache mal den Ton aus. Genau, hier seht ihr das Reaktionsgefäß, da sind alle Sachen drin. Das war ein Thermocycler. Und hier seht ihr die DNA-Polymerase. Die sieht tatsächlich so aus. Und die rutscht dann einfach den Strang lang. Und dann seht ihr jetzt gleich, hier kommen so kleine Stückchen DNA ran, das sind so Kristallisationskeime, die braucht die DNA-Polymerase, um da greifen zu können. Die nennen sich Primer. Und die sind quasi das komplementäre Gegenteil zu Gensequenzen, zum Beispiel im SARS-CoV-2-Genom. Und so wissen wir halt, okay, also wenn es diese Sequenz nicht gibt, bindet der natürlich nicht. Und daher wissen wir, okay, diese Sequenz war in meiner Reaktionslösung vorhanden oder auch nicht, je nachdem, ob es ein Outcome gibt oder nicht. Ups. So, genau. Ja, und dafür nutzen wir zum Beispiel diese DNA-Polymerase. So, kurz zur Auswertung. Jetzt bei einer normalen PCR so sieht ungefähr das Temperaturdiagramm aus. Also bei über 90 Grad schmilzt man diese Doppelstränge auf, dann fährt man runter, dass die Primer diese Keime binden können. Und dann braucht die DNA-Polymerase 72 Grad, um optimal zu arbeiten. Die ist halt zum Beispiel extrahiert aus Bakterien aus Heißquellen. Deswegen kann die bei über 37 Grad überhaupt bestehen. Und das fährt man dann relativ häufig. Und dann kann man die einerseits nach Größe auftrennen, in einem recht einfachen Setup noch. Oder man nimmt die Echtzeit-PCR und das ist die Auswertung, sieht man hier. Dann nimmt man quasi nochmal so einen fluoreszierenden Anhang, so ein Tag, an diese Primer, an diese Keime dran. Und dann kann man in Echtzeit tracken, ob das hochamplifiziert, also ob sich das vervielfältigt oder nicht, weil das Fluoreszenzsignal dann einfach, also quasi Photonen bei einer gewissen Wellenlänge genug emittiert werden. Und solche Maschinen sind natürlich extrem teuer. Von daher ist das keine Methode, die irgendwie Screening ja, nachhaltig möglich machen würde. Was wir quasi genommen haben und nicht nur unsere Gruppe Biohacker, sondern ganz, ganz viele andere Community Labs weltweit, aber auch, also ich weiß von mindestens 80 Gruppen aus Industrie und Akademie, die auch an derselben Methode arbeiten, dass man hier irgendeine Methode der Extraktion hat, dass man da eine relativ reine Probe hat, das in seine Reaktionsgefäße gibt. Und dann hat man eine ganz eigene PCR quasi, wie eben, also die Methode, die ich eben erklärt hatte, die nur bei einer Temperatur läuft und gar nicht diese Rampen fahren muss. Und dann hat der Guy ein kleines Device, das kann man sich selber zusammenbauen, kostet ungefähr $2. Gebastelt, wo man dann diese Fluoreszenz visuell einfach ja, detektieren kann.
wenn man die entsprechenden getaggten Primer da drin hat. Man hat natürlich kein Echtzeit-Readout, aber man hat halt so ein Endergebnis. So ist infiziert, ist nicht infiziert, Threshold ist erreicht. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber das ist so im Prinzip, ja, das, wie es abläuft. Das Coole ist, diese 63 Grad, das ist dem Reaktionsgefäß recht egal, wie das auf diese Temperatur gebracht wird. Also ich kenne Leute, die haben das halt schon in einem Thermobecher gemacht. Und das hat funktioniert. Also es ist wirklich recht einfach und man braucht halt nicht diese Multi-10.000-Euro Maschinen. So, genau. In Darmstadt jetzt spezifisch nehmen wir diese DNA-Polymerase und optimieren diese, weil nur der Wildtyp für diese Reaktion seit 2016 nicht mehr patentiert ist. Alle optimierten Versionen sind patentiert. Und deswegen nehmen wir den Wildtyp, bauen darauf auf, optimieren diese und veröffentlichen die Sequenz und dann alles Aufbauende darauf unter OpenMTA. Also Open Material Transfer Agreement. Genau, also eigentlich ist es Open Source Entwicklung und kein Biohacking oder Reverse Engineering oder sonstiges. Aber es hört sich halt einfach cooler an, wenn man es Biohacking nennt. Und deswegen hat es jetzt so genannt. So, wenn man die zwei Methoden jetzt vergleicht, nochmal ganz schnell. Also bei der Standardmethode, die durchaus ihre Berechtigung hat, bestimmt man vor allem auch die Viruslast in der Probe, weil man durch diesen Echtzeit-Readout sehen kann, also auch mappen kann, wie viel Viren waren da überhaupt drin. Man vervielfältigt einen speziellen Abschnitt. Das ist für die Forschung vor allem wichtig, weil man dann so Post-Processing noch machen kann. Und aus 100 Virusgenomen bilden sich so roundabout 100 Milliarden dieser speziellen Abschnitte. Und ich kenne einige Gruppen aus Südamerika, die genau diesen Test auch open source haben und da erfolgreich waren. Da, wie gesagt, klickt auf den Hyperlink. Hier oben ist auch von Thought Emporium nochmal der YouTube-Link verlinkt. Da könnt ihr nochmal ganz im Detail sehen, wie die Methode funktioniert. Aber es ist, wie gesagt, Zeit, Hardware und sehr personalaufwendig auch. Unsere Methode, die RT-Lamp, RT steht übrigens für reverse Transkriptase. Das heißt, die RNA von dem Virus, das sind RNA-Viren, Coronaviren, muss erstmal in DNA wieder zurückübersetzt werden, damit wir ja DNA vervielfältigen können. Ne, weil RNA, das ist nicht so stabil, da gibt es auch nicht so die richtige Vervielfältigungsmethode. Deswegen geht man dann immer diesen Schritt zurück sozusagen und vervielfältigt dann die DNA. Man hat dann binäres Outcome. Also man weiß halt infiziert beziehungsweise nicht infiziert, beziehungsweise Threshold, also der LOD, Limit of Detection, ist erreicht oder eben nicht erreicht. 100 Virusgenome ist auch so ein Threshold, den wir anpeilen. Es geht auch ein bisschen noch drunter, je nachdem, wie rein die Probe ist. Wir versuchen aber quasi unaufgereinigte Speichelproben zu implementieren. Und die enden dann mit 10 Billionen von diesen Sequenzen. Allerdings bilden die dann ganz komplexe Strukturen und da ist kein Post-Processing mehr auch möglich und sinnvoll. Es ist dafür aber super schnell und sehr einfach. Und man kann eigentlich sogar durch die Eintrübung der Lösung sogar schon sehen, ob die Reaktion geklappt hat oder nicht. Und wie gesagt, die klappt nur, wenn diese Kristallisationskeime ein Gegenstück auf dem Genom finden. Ja? Es geht leider so ein bisschen die und Zeit jetzt aus. Ganz schnell zu unserem Team. Also Guy und Rachel haben vor allem ganz viel mit der Fluoreszenzmethode gearbeitet. Sarah und Alan, Scott ist da auch mit dabei. Scott und Guy arbeiten auch ganz viel dran, dass die Proben gefriert zu trocknen, dass man da keine Kühlkettenabhängigkeiten mehr hat und sind da relativ weit schon. Sarah und Alan sind da an der RNA-Extraktion vor allem dabei. Hier das Team Sri Lanka, die haben schon ihr eigenes Kit oder ihr eigenes Protokoll zum Laufen gebracht. Allerdings basiert das noch alles auf proprietären Sachen. Und zum Beispiel in Kamerun, die Leute, das ist, die entwickeln auch ganz viel Hardware, wo man dann halt wieder weiter drauf aufbauen kann. Und so weiter, genau. Fernan ist einer von den QPCR-Leuten und da gibt es noch ganz, ganz viele andere.
Genau, wir müssen wenn leider ihr an der euch Stelle noch interessiert, falls vielleicht auch ein uns Biologe geht gerade ein bisschen zuhört die und Zeit sagt, hey, aus. ich habe noch ein bisschen Zeit über, könnt ihr uns natürlich auch im Slack-Channel treffen, in der Open COVID-19 Initiative vom Just One Giant Lab, also yogel.io. Genau, also das sind unsere drei Projekte in diesem Bereich. Die Rachel und der Guy haben auch eine ganze Session schon zu ihrem Corona-Detective gemacht. Ihr könnt auch selber Plasmide bestellen bei FreeGenes, dem Stanford Project, die uns auch versorgt haben. Genau, Protokolle könnt ihr auch finden, einmal zur Enzymherstellung und Aufreinigung, ist jetzt vielleicht sehr speziell und eher für Biologen. Gerne auch mal ins Reclone-Netzwerk reinschauen. Und was für euch vielleicht auch gar nicht so uninteressant ist, ist, dass es auch eine ganze Open Science Hardware-Bewegung gibt, die dem auch so ein bisschen, also wo jetzt gerade alles so ein bisschen zusammenwächst. Und da gerne mal in dem Forum einfach vorbeischneiden, wenn man Zeit und Lust hat. Genau, und ganz wichtig, wenn man Patente umgehen will, muss man sich mit ihnen auskennen, falls das irgendjemand noch mal vorhätte. Und da ist eine sehr, sehr gute Ressource, lens.org. Das ist quasi eine Metasuchmaschine. Deutlich besser als Patents. Genau, und dann bedanke ich mich ganz herzlich und ja, gebe zurück an den Harald. Vielen Dank für die nette drei Folien. Wir müssen leider an der Stelle beenden, weil wir ja schon ein bisschen über der Zeit sind. Bitte denkt wie immer an euren Müll, wenn ihr den Raum verlässt, und wir sehen uns in den nächsten 10 Minuten zum nächsten Talk. Adieu!